Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Welcome to After Dream Steam Next Fest Oktober 2022 Demo. Ist leider schon zu Ende, aber die Demo gibt es immer noch. Die wurde noch nicht rausgenommen, obwohl die Demo eigentlich nur für dieses Steam Next Fest sein sollte. Aber die Demo ist immer noch drin, deswegen zocken wir die heute auch einmal. Und ich soll euch drücken. Ja, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Es sah ziemlich putzig aus, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es richtig düster ist und ob es mich vom Sockel hauen wird. Das werden wir alles sehen erst. Aber ich weiß noch nicht. Weil die Figuren sehen jetzt in dem Moment nicht gruselig aus. Deswegen wollte ich da einfach mal reinschauen. Der Trailer sah geil aus, die Figuren nicht gruselig. Man weiß es nicht genau, ne? Boah, dieses Ticken, ey. Guten Tag, willkommen bei der Therapiesitzung. Wir sprechen heute einmal über unsere Träume. Ich habe gestern geträumt, dass ich in einem großen Eisbecher versinke von Stratzer Teller. Dann kam Batman und Superman vorbeigeflogen. Die wollten mich retten, aber ich bin immer weiter versunken. Mensch, hat der Traum eine Bedeutung? Keine Ahnung. So. Ob es da auch Monster gibt? Boah, dieser Hintergrundsound, ne? Der ist schon leicht beunruhigend. Vielleicht sollte ich mir Sorgen machen an dieser Stelle. Eventuell, man weiß es nicht genau. Close your eyes and give me your hand. Okay. Ich schließe meine Augen. Und was kommt dabei raus? Sollte ich mir Sorgen machen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Umgebung, die sieht schon mal schön aus. Der hat das böse F-Wort gesagt. Was? Walk, walk, oh Gott. Ich muss so gehen, mit A und D muss ich gehen. Na, halt die Frau fest. Ich hoffe mal, der Ton ist soweit okay. Oh Gott, ist der Ton nicht ein bisschen so fett jetzt eigentlich? Kann mir mal einer ganz kurz im Chat bestätigen, ob der Ton okay ist? Ich glaube, der ist ein bisschen fett gerade. Nö, ist ja okay, alles klar. Wenn es in Ordnung ist, in Ordnung, dann muss ich halt hier mein Headset mal ein bisschen leiser machen. So, was mache ich hier? Was kann ich hier? Zaungeräusche, schon mal in Ordnung alles. Gehe ich voll mit. Bobby Pin. Wir haben ein W, ein Inventar. Sehr nice. Achso, W oder S? Ach so.
Also Pin weiß ich ja, aber was ist ein Bobby-Pin? Was ist denn ein Bobby-Pin? Also ein Pin weiß ich ja, was das ist. Aber ein Bobby-Pin natürlich auch zum ersten Mal. Lässt sich auf jeden Fall nirgendwo einsetzen, ne? Wie geht's euch überhaupt? Minky, wie war deine Tour heute so? Bist gut über den Berg gekommen? Du warst ja eine Stunde früher fertig als ich heute. Kann ich denn hier noch irgendwas machen gerade? Boah, da brauche ich ja einen Code für. Wer macht einen Sonnenunfug? Viel Pause gemacht. Was? Der Kopf heute durchgezogen. Ach, ein Bobby-Pin ist ein Dings hier. Ach, eine Haarnadel ist da. Das so. Weiß ich auch nicht. What? Okay, das ist so. Ja, da. Okay, also erst muss ich so rum einmal. So. Tada! Mensch, naja, zwei Kurzpausen. Ich bin halt alt. Ich habe halt so gut wie es geht durch, weil ich wollte auch irgendwann fertig werden, ne? Deswegen, ne? Ein Schlüssel war da drin, meine Güte, Alter, wir haben Schlüssel gefunden. So. Den können wir auswählen. Ah. Oh, bin ja da. Ich bin auch alt, was soll das heißen, hä? Ich bin auch alt, was soll, also. Und sogar das Spiel hat eine Spiegelung. Ole, sogar das Spiel hat eine Spiegelung. Und Sherlock Holmes, das neue, also Chapter 1, kriegt das nicht hin. Sogar das Spiel hat eine Spiegelung, Alter. Aber Sherlock Holmes denkt sich so, nee, wir bleiben mal, ach, egal. Ja, auch ich komme langsam in die Jahre. Towel. Ist das nicht ein Handtuch? Ja, ne? Also. Kein Wasser? Nein, wir wollen auch nicht duschen gehen, ne? Ich war aber erst noch bei meiner Mutti heute. Ich war noch bei meiner Mutti, bevor ich meine Tour gestartet habe. Und haben wir noch Kinderpinguin noch geholt und noch einen Joghurt gegessen und dann ging es los. Oh, da krabbelt ein Käfer lang. Ein Pixelkäfer, lol. Achso, die Sachen kann ich nur einmal benutzen immer. Ah, okay. Also die Sachen kann ich immer nur einmal benutzen, ne? Kein zweites Mal. Check. Die Message ist bei mir angekommen, auf jeden Fall. Was soll ich jetzt überhaupt damit machen? Alles klar, bis gleich. Ich habe immer noch einen Ohrwurm gerade.
Close your eyes. Give me your hand. Darling. Ich hab jetzt nasses Tuch. Mann, ist das schön. Was soll ich jetzt mit dem nasses Tuch? Achso, ich kann ja mal den Spiegel putzen, wa? Und sogar das Spiel kriegt eine Spiegelung hin. Ich sag's euch immer wieder. Ah, 2, 4, 3. Ja, okay, ich kriege leicht Gänsehaut. Was war das nochmal jetzt? 2, 4, 3, ne? 2, 4, 3 war das. Irgendeine Tür ist jetzt aufgegangen. Was für eine Tür? Die da hinten noch? Hä, ist nicht irgend gerade eine Tür aufgegangen? Ach, da! Oh, Gottes Willen. Mensch, das ging aber schnell, du. Meine Güte, das hast du ein Bier geholt noch fix, ne? Kann ich verstehen. Ich habe eine Kamera gefunden. Lol. Aha. Genau. Ja, ich darf erst nach der Arbeit trinken, leider, deswegen. Ich darf erst nach der Arbeit trinken hier. Das ist ja wie eine Obscura-Cam so ungefähr von Project Zero. Können wir noch mit auch Geister bändigen zum Beispiel? Das wäre natürlich auch ganz geil. So eine Kamera ist schon wieder gruselig. Und zocke Ark nebenbei. Ach, Ark. Das habe ich auch vor 1000 Jahren mal gespielt. Ark habe ich auch vor 1000 Jahren mal gespielt. Aber auch nur, wo meine Ex-Freundin es wollte, so ungefähr. What the fuck ist das? Ach, ein Savepoint ist das. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Vor 1000 Jahren mal gespielt. Und dann kam irgendwie ein großer Dino und er hat alle anderen Dinos aufgefressen. Hab mir da eins. Ja, das ist mein eigener Server, das wusste ich, ja. Du hast mich, du wolltest mich ja schon mal einladen, ne? Aber arg. Oh, nee, wir können gerne Overwatch zusammenspielen. Overwatch 2. Da bin ich dabei, wenn du möchtest. Da können wir gerne spielen. So ein obskurer Kerb, ne? Das ist ja geil. Man sieht dem Spiel das an den Charakteren. Das habe ich nicht. Ist doch free to play Overwatch 2. Das ist doch kostenlos, Mensch. Da gibt es keine Ausrede mit, das habe ich nicht. Was ist das für ein Fahrstuhl, ne? Echt? Overwatch 2 ist kostenlos, ja. Und zwar gibt es das für PC bei, wie heißt das Gedöns hier? Battle.net. Bei Battle.net ist es drin. Ja, PlayStation 4, 5, Xbox und so weiter. Battle.net ist doch Blizzard, Mensch. Schrei mir nicht gleich an, ja, ich bin sensibel. Also Battle.net ist es drin. Free to play. Und halt Xbox, PlayStation und so weiter und so fort. Und ich finde es für zwischendurch, es hat eine gute Abwechslung. Es ist besser, also ich finde es gerade in dem Moment cooler irgendwie, als irgendwie Call of Duty oder Battlefield dazu zu zocken die ganze Zeit. Und Overwatch ist irgendwie ein kleines bisschen entspannter gerade, als die anderen. What the fuck ist der da? Als die anderen ganzen Ego-Shooter-Ballerspiele da. Ist das der Hausmeister? Der weiß von der Kamera. Soll ich mir Sorgen machen? Weiß ich nicht. Hm.
knipse den gleich aus, so. Wait a moment. Warum tragen da alle Anzüge? Ich lade ja schon. Nicht, dass dein Server noch abstürzt, die gleiche. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Eigentlich muss das ja auch funktionieren, weil ich spiele Overwatch 2 nämlich auf Xbox. Und es muss ja auch gleichzeitig funktionieren, eigentlich, denn wenn man das über Battle.net spielt, das Ganze. Gehe ich mal stark von aus. Funktioniert bei Call of Duty auch, also die müssen ja so ein Crossover-Dings da drin haben. Also Crossover habe ich noch nicht probiert. Aber es müsste ja funktionieren in der heutigen Zeit, dass bei Overwatch einer auf dem PC spielt und einer an Xbox zum Beispiel. Sollte ja machbar sein. Da ich ja den Battle.net-Account verlinkt habe mit der Xbox. Also... Findet. Was? Ich soll Essen finden? Soll ich Essen finden? Okay, keine paranormalen Aktivitäten zu sehen. Man hat ja keine Power. Ja. Das ist leer auf jeden Fall. Wie soll ich denn das Problem jetzt lösen? Ich wollte hier raus. So. Fahrstuhl funktioniert nicht. Der Klassiker. Wie soll ich denn Essen... Okay, ist dunkel hier drin, ne? Wie ist dein Gamertag? Du meinst jetzt bei Battle.net. Irgendwas mit BattleP. Ich sag dir das gleich. Wo ist mein Handy eigentlich? Ach da. Warte mal. Das kriegen wir fix geklärt noch hier. Oh ja. Auch. Müsste eigentlich fast das gleiche sein. Das ist der Benny. Der macht so Dinge. Der macht so Dinge. Also bei Xbox heißt ich einfach BenLP. Also BenLP einfach bei Xbox. Einfach normal. Ja. Und bei Dings heißt sie eigentlich genauso. Jetzt habe ich Battle.net schon so oft nicht mehr benutzt, jetzt muss er wieder ein Update machen, ja. Und eigentlich bei Battle.net heißt sie auch BenLP, aber es ist glaube ich irgendwie noch so ein Code dahinter immer automatisch. Keine Ahnung. So, warum ist es jetzt so stockduster hier? Ah! Diesen Saw-Effekt hier so ungefähr. Oh, sehr gut. Oh, mal gucken. Ne? Das ist mir jetzt schon zu gruselig hier. Jetzt müssen wir jetzt aufhören. Ne? Boah, das passt halt, das funktioniert gerade. Ich melde mich nämlich gerade kurz bei Battle.net hier an, ja? Das hat ja funktioniert. Ich werd voll... Mann, ich habe hier immer noch Konfetti zu liegen hier. Okay, haben Sie bitte eine Stunde Geduld. Dann kriegen wir es bestimmt hin. In der Zwischenzeit zum Locken. Wie gut erwartet. Wie Warteschlange. Ich zeig dir gleich mal eine echte Schlange hier.
with my eye. Give me your hand, darling. Oh. So, wo ist er denn hier? Freunde hinzufügen. Jetzt muss ich noch Freunde hinzufügen hier um die Jahreszeit hier. So. Jetzt muss ich hier um diese Jahreszeit hier noch Freunde hinzufügen. Mitten im Stream. Ich sag's euch, Kinder. Ja, nein. Alles klar. Anzeige ist raus. So. So. Ja, jetzt. Außerdem ist es halt eigentlich noch hell genug hier, also. Was? Also die Soundeffekte sind geil gemacht auf jeden Fall. Das Spiel ist was für welche, die sich gruseln möchten, ne? Aber halt nicht so viel vertragen. Wo soll ich denn überhaupt Essen finden, bitteschön? Hä? Essen finden. Eigentlich in der Küche. Soll man denn hier noch was finden? Das ist hier einfach. Besser nicht. Also besser nicht hier. Und da ist immer nur ein Item drin. Das ist immer noch. Das muss ja nicht unbedingt hier sein. War ja eigentlich noch eine Tür? Nee, es waren bloß diese drei Türen, waren ja bloß. Also hier ist nichts weiter. Der einzige Raum, den wir noch benutzen können. Oh, der. Du siehst auch überhaupt nichts, leider. Das ist das Problem gerade. Die gehen auch auf Toilette, oder? Vielleicht ist hier noch irgendwas zugesehen, was man nicht sehen kann, deswegen. Ne? Was die Kamera aufdeckt. Ne, leider nicht. Schade, ich dachte, da wäre noch irgendwas, was die Kamera aufdeckt. Eine Demo kann man gar nicht speichern.
Ich muss noch irgendwas zu essen finden, ne? Aber die Frage ist, wo? Es müsste ja theoretischerweise ja nur... Also es gibt es ja bestimmt nur da drin jetzt ungefähr. Es muss ja irgendwo hier drin sein. Also hier ist überhaupt nichts mehr, so. Jetzt gehen wir noch hier mal schnückern. Muss mal hier kurz gucken jetzt einmal. Die Karte ist leer. Also hier ist überhaupt nichts mehr eigentlich. Habe ich irgendwas übersehen vielleicht? Und ich habe gedacht, vielleicht mit der Kamera kann ich noch irgendwas aufdecken. Vielleicht habe ich gedacht. Hat einer vielleicht irgendwie eine Idee, zufälligerweise? Es muss ja hier drinnen sein. Es gibt ja gar keinen anderen Weg so ungefähr. Also es muss ja hier drinnen sein. Muss ja irgendwo was hier sein noch. Aber hier kannst du halt nur mit zwei Sachen interagieren in den Raum. Hier ist gar nichts mehr so ungefähr. Nichts zu essen hier, ja, schön. Hier ist auch nichts. Hier habe ich schon alles durchgegrubbert gerade. Ich weiß, dass die leer ist. Ich wollte trotzdem noch mal kurz gucken einmal. Thank you.
Ne, da ist nichts mehr drin. Vielleicht mit der Kamera nochmal kurz gucken. Ich gehe nochmal mit der Kamera jetzt einmal durch. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Boah, für die Kamera ist es auch zu duster hier einfach. Jetzt muss ich ja doch mal kurz was gucken, einmal. Ist denn. So ist das. Aha. So ist das. Also eigentlich könnte ja höchstens im Kühlschrank noch was drin sein. Aber der Kühlschrank klemmt. Okay, also der Kühlschrank klemmt, da könnte höchstens noch was drin sein, aber wie kriegen wir den auf? Das war der Kühlschrank, die ganze Zeit angezeigt wurde. Ach so. Ich habe gedacht, das ist die andere Tür, die wir schon aufgemacht haben, dass die angezeigt wird die ganze Zeit. Über die Kamera. Und nicht der Kühlschrank. Ah, bin ich blöd. Oh Gott, es wird. Ja, meine Freunde, ich habe erst gedacht... Wenn wir das Maul haben. Ich habe erst gedacht, über die Kamera wird die Tür angezeigt, die ich schon aufgemacht habe und nicht der Kühlschrank. Ah. Ach so, die Katze kam von dir gerade, der Zaun. Ach so, ich habe gedacht, das war im Spiel gerade. Okay, alles klar. Der Zaun kam gerade aus dem Chat. Ah. Ich hab gedacht, hier ist eine Katze im Spiel jetzt drin, hier eine Wilde, weiß ich doch nicht. Hätte ja sein können, weiß man ja nicht, ne? Wartet hier einen auf einen wartet. Ich hab gedacht, hier ist eine Katze. Weiß man ja nicht. Der war aber gut eingesetzt gerade, der Zaun. Der Zaun war gut eingesetzt gerade. Gerade zum Spiel passend. Ja, und ich muss sagen, klar, mein Englisch ist nicht so perfekt, deswegen muss ich vorhin gerade nochmal gucken, was das Wort da heißt, und das Wort hieß Kühlschrank klemmt. Das hat man nicht alle Tage. Mensch. Ich wollte das bloß noch mal ganz kurz sagen einmal. Deswegen muss ich erstmal ganz kurz gucken, auf dem Handy gerade hier. Was ist das da für ein Wort? Kühlschrank. Man lernt nicht aus, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall von denen das bekommen. Jetzt können wir den Fahrstuhl wieder zum Laufen bringen in die Kiste. Ja, der alte Mann hat sich verdünnisiert, glaube ich, wie scheint. Oh, ist nicht schlimm. Der alte Mann hat sich verdünnisiert gehabt. Das ist nicht dramatisch.
Kann ich mit leben. Wie 30 Sekunden? Was? Jetzt wird ja noch Stress gemacht, so ungefähr vor dem Spiel hier. Bauen wir mal einen Timer ein. Okay. Dann bauen wir mal noch einen Timer ein, so ungefähr. Achso, das war schon. Oh, schade. Ich wollte kurz gucken, was da noch. Ob es da noch. Ich wollte auch gucken, was danach kommt. So. Jesse Marconen, ich werde dich jetzt anschreiben. Ich will wissen, was hier kommt hier. Ich werde dich jetzt bei Twitter anschreiben und fragen, was da los ist. Ja, meine Freunde, das war's mit After Dream. Ziemlich cool, die Demo. Aber war schon mal ein schöner Einblick in das Spiel. Ich muss sagen, ja, es ist jetzt nicht so hammergruselig. Erstmal in dem Moment. Aber ich finde es trotzdem sehr schön umgesetzt. Erstmal mit der Kamera zum Beispiel. Das war ganz geil. Zum Schluss das mit dem Timer. War auch nett auf jeden Fall. Und ja, die Figuren. Ja, es kommt jetzt halt nicht so gruselig rüber. Aber es kommt mir vor wie nettes Silent Hill. Deswegen After Dream auf jeden Fall sehr schön. Und ja, für YouTube einmal. Das war's mit After Dream. Wisst ihr Bescheid. Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, das war einfach mal der Twitch-Stream komplett uncut hochgeladen. Ne? Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss ja von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mit drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal. Könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufclashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, GameFan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, flauschig und natürlich bis nächstes Mal und bis dahin immer schön weiterzocken. Also, haut's rein!